Ordnungspunkte 24a und 24b sowie Zusatzpunkt 9. Beratung mehrerer Vorlagen zur Stärkung des Personals in der Altenpflege und in der Pflege im Krankenhaus. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen ein Entschließungsantrag der Fraktion der FDP sowie ein Entschließungsantrag der Fraktion von Bündnis 90, die Grünen, vor. Nach interfraktioneller Vereinbarung sind für die Aussprache 48 Minuten vorgesehen. Auch dazu gibt es keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen und dann eröffne ich die Aussprache und gebe das Wort Dr. Georg Nüßlein für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Nüßlein. Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, ich kann mich noch gut erinnern, dass vor doch vielen Jahren ich nach Hause kam und meine Großmutter war im Krankenhaus und ich erschüttert zur Kenntnis nahm, dass vor sie heimkam, die Pflegeutensilien da waren. Meine Damen und Herren, das Thema Pflege beschäftigt unsere Menschen so breit wie kein anderes Thema. Und ich will hier diese Debatte damit öffnen, Sie alle zu bitten, das, was wir in der letzten Legislatur gemeinsam in diesem Haus geleistet haben, das, was wir auf dem Weg sind, heute hier zu leisten, entsprechend zu würdigen. Denn wir machen die Leute nervös, wenn wir sagen, da passiert nichts. Wir machen sie nervös, wenn wir den Eindruck erwecken, dass der Deutsche Bundestag bei einem so wichtigen Thema nicht handlungsfähig ist. Ich verstehe das Anliegen der Opposition und auch das Privileg der Opposition zu kritisieren. Ich würde mir nur gleich, und das sage ich vorab, wünschen, dass Sie auch mal das erwähnen, was gut ist an diesem Gesetz. Und da wird es eine Menge geben. Da ist Ihre Redezeit dann leicht zu füllen. Ich fange an mit dem Thema Herausnahme der Pflegekosten aus den DRG-Fallpauschalen. Das ist das Herzstück dessen, was wir hier momentan machen. Wir nehmen die Pflege heraus aus dem Wirtschaftlichkeitsdruck der Fallpauschalen. Wir verhindern, dass sie Steinbruch sind für all den Druck, Kosten zu sparen im Krankenhaus. Und wir tun das, meine Damen und Herren, ganz bewusst an der Stelle. Ich glaube, dass das etwas ist, was wichtig und richtig ist. Das Limit ist in Zukunft nur, diese Menschen, die bereit sind, zu pflegen, zu finden. Und das ist gut. Es wird die Pflege am Bett umfassend finanziert. Und wie finden wir diese Menschen? Natürlich, indem wir ausbilden. Dass auch das ist adressiert. Das erste Ausbildungsjahr voll zu finanzieren, ist entscheidend. Wir haben eine ganze Menge an Reformen gemacht bei der Ausbildung an sich in der letzten Legislatur. Und wir sorgen dafür, dass das auch ein Beruf ist, bei dem die Umstände so sind, wie man sich es vorstellt. Bezahlung, Arbeitsbedingungen. Da wird sich was ändern, da bin ich fest überzeugt, und wir werden das bei folgenden Debatten auch miteinander diskutieren können. Aber, meine Damen und Herren, Bezahlung und Arbeitsbildung ist das eine. Das andere ist, dass wir für diesen Job Menschen brauchen mit Empathie. Pflege ist geliebte, gelebte Nächstenliebe, ist etwas, was im sehr Praktischen von Mensch zu Mensch passiert. Und wir müssen miteinander diese Leute motivieren, zu uns zu kommen, diese Herausforderung anzunehmen und diesen Beruf auch anzugehen. Und das ist etwas, was wir in dieser Koalition in einer hervorragenden Art und Weise adressiert haben. Wir werden im Übrigen dabei auch den ländlichen Raum im Blick haben. Wir werden über die Wegekostenzuschlag für eine bessere Honorierung sorgen. Wir geben 50 Millionen Euro in Krankenhäuser im ländlichen Bereich, um, das war ein Anliegen der SPD, sage ich ganz klar,
um dieses Thema entsprechend zu stärken. Und, meine Damen und Herren, weil es im Krankenhausbereich schon wieder ein paar gibt, die lamentieren und sagen, da würde wieder linke Tasche, rechte Tasche passieren. Nein, das ist nicht der Fall. Von dem Pflegezuschlag der letzten Legislatur erhalten wir immerhin 200 Millionen, um an der Stelle auch dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeit in dem Bereich aufrechterhalten bleibt. Wir werden in Digitalisierung investieren und wir werden auch weitere Anreize setzen, um über Technik beispielsweise Pflegearbeitsbedingungen zu vereinfachen und zu verbessern. Denn ich sage es abschließend noch einmal, das eigentliche Limit in dem Bereich ist nicht das Geld, meine Damen und Herren. Das eigentliche Limit sind die Menschen und die wollen wir dazu bringen, diesen tollen Beruf zu ergreifen. Dafür legen wir eine gute Grundlage. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Nüßlein. Nächster Redner, Dr. Robby Schlund für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Spahn, sehr geehrte Kollegen, liebe Gäste auf den Rängen. Gerechtigkeit kann demokratisch nur erreicht werden, wenn die besten Vorschläge zum Maßstab des Handelns gemacht werden. Das gilt insbesondere für die soziale Gerechtigkeit. Obgleich eine erhebliche Ungerechtigkeit in der Kostenübernahme von Pflegeaufwendungen zwischen häuslicher und vollstationärer Pflege besteht. Verschließen Sie die Augen vor diesem Vorschlag unserer AfD-Fraktion, diese Ungerechtigkeit zu beenden, und lehnten diesen fraktionsübergreifend im Gesundheitsausschuss ab. Für pflegebedürftige Menschen, die zu Hause leben, werden Pflegeleistungen von den Krankenkassen komplett finanziert. Bei Heimbewohnern allerdings übernimmt die Krankenkasse nur die Kosten, wenn über 6 Monate ein besonders hoher Besorgungsbedarf besteht und nachgewiesen wurde. Ansonsten gilt die Regelung, dass die Kosten mit den pauschalisierten Beiträgen der Pflegekasse abgegolten sind. Aber diese Pauschalen beinhalten maximal die Kosten für die Grundpflege. Die Behandlungspflege muss also über den Eigenanteil an den Pflegekosten selbst getragen werden. Für den Pflegebedürftigen sind das monatlich ca. 300 Euro. Oft besteht bereits eine dramatische Altersarmut. Das, liebe Kollegen, ist unsozial und ungerecht, und das haben Sie fraktionsübergreifend abgelehnt. Wissen Sie, Menschlichkeit zeigt sich eben nicht nur mit blumigen Worten, wir sind die Guten, sondern vor allem in den konkreten Handlungen. Hier bei unserem Antrag hätten Sie in der Tat die Möglichkeit gehabt, zu zeigen, ich weiß nicht, was Sie da lachen, dass Sie Demokratie und Gerechtigkeit tatsächlich leben würden. Hier geht es nämlich nicht um rechts, links und geradeaus, sondern einzig und allein um die einfachen Menschen in unserem Land, nämlich die, die pflegebedürftig sind. Pflege kann nur gut gehen, meine Damen und Herren, wenn es den Pflegenden selbst gut geht. So in einem Zitat von Heike Janssen. Dem kann ich nur zustimmen. Täglich müssen pflegende Angehörige und angestellte Pflegekräfte einen Balanceakt zwischen Fürsorge und Selbstsorge leisten. Die Pflegestatistik 2017 zeigt, dass knapp 2,9 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig sind. Davon waren 83% älter als 65 Jahre, 37% davon 85 Jahre und älter. 73% werden zu Hause versorgt. Das sind knapp 3/4 aller Pflegebedürftigen. Es werden den stationären Pflegeeinrichtungen eine hohe Anzahl an Patienten durch häusliche Pflege erspart. Gott sei Dank. Denen Aktiven unter euch, die diese häusliche Pflege erbringen, denen möchte ich meinen Dank aussprechen für die unschätzbaren Leistungen, die sie für unser Land, unsere Heimat tagtäglich erbringen. Wider aller politischen, organisatorischen und finanziellen Unzulänglichkeiten, die natürlich an der eigenen Gesundheit der Aktiven nagen. Die demografische Entwicklung, auch international, lassen den Bedarf an Pflegepersonal in der Kranken- und Altenpflege wieder ansteigen und führen zu erheblichen Problemen, nicht nur für Deutschland. So wird der Ferne Osten, wie zum Beispiel China, selbst zum größten Konkurrent um den Pool der Pflegefachkräfte weltweit. Das ist eine tatsächliche Herausforderung. Hier, Herr Spahn,
werden Sie sich mehr einfallen lassen müssen, meine Damen und Herren. Nochmal. Gerechtigkeit wäre ein guter Ansatz, die Probleme anzugehen. Bereits jetzt arbeiten mehr als ein Viertel der 5,7 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Gesundheitswesen. Und gerade im Verdienst finden sich massive Unterschiede. Das wissen Sie sicherlich. Beschäftigte im Osten verdienen im Schnitt 23% weniger als die Kollegen im Westen. Das ist unsozial, meine Damen und Herren. Eine Fachkraft der Altenpflege im Osten erhält ca. 2.211 Euro brutto, eine Pflegehelferin im Schnitt 1.662 Euro. Wollen Sie auf die Angebote in China warten, die Frustration im Osten dieses Landes neutralisieren werden, meine Damen und Herren? Da, liebe Regierungskoalition, ist Kreativität, Gerechtigkeit und Umdenken im Management gefragt. Und das vermissen wir bei Ihrem Pflegestärkungsgesetz. Wir vermissen auch die Berücksichtigung des Pflegeaufwands der Reha-Kliniken nach blutiger Verlegung. Wir vermissen auch die Benachteiligung der stationären Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden durch das Gesetz. Die prekäre Situation der Hebammen in den Krankenhäusern, um nur einiges anzuführen. Unverständlich ist es auch, die im Pflegepersonalstärkungsgesetz angegebene Förderung zum Abbau der Betten oder gar Schließung der Krankenhäuser. In der Drucksache 19-4729 Gegenäußerung der Bundesregierung geben Sie Folgendes an. Zitat: Mit der Schließung eines nicht mehr bedarfsgerechten Krankenhauses und einer nicht mehr bedarfsgerechten Krankenhausstandortes kann ein weitreichender Beitrag zur Strukturverbesserung geleistet werden, als mit einer Stilllegung nur einzelner Krankenhausbetten und so weiter. Daher soll eine Konzentration des Leistungsangebots auf weniger Standorte vorangetrieben werden. Zitat Ende. Im Jahr 2017 gab es 1.942 Krankenhäuser bei einer Gesamtpatientenzahl von 19,4 Millionen. Im Jahr 2000 waren es 2.242, die Gesamtpatientenzahl lag bei nur 17,2 Millionen. Das entspricht einem Rückgang der Standorte um sage und schreibe 13% bei einer Fallzunahme von 13%. Meine Damen und Herren, was sehen wir an diesen Beispielen? Es nützt nichts, die Augen vor der unausweichlichen Realität zu schließen. Soziale Gerechtigkeit im Gesundheitswesen kann nur als gemeinsamer, fraktionsübergreifender Kraftakt gelingen. Seit einem Jahr sitze ich nun im Bundestag und erlebe, dass persönliche Interessen oft wichtiger sind als die gravierenden Probleme, die angegangen werden müssen. Kommen Sie bitte zum Ende, Sie sind weit drüber. Das macht mich ein bisschen traurig und auch ein wenig desillusioniert. Wir brauchen hier kommen Sie bitte zum Ende großen Redezeit. Und fordern eine effiziente, fraktionsübergreifende Zusammenarbeit, einen Neustart im Gesundheitswesen und die Abschaffung des ineffizienten DRG-Systems. Wir fordern auch, die Sorgen und Nöte der Menschen in Deutschland wieder ernst zu nehmen. Vielen Dank. Darf ich Sie darauf hinweisen, wenn vorne es blinkt, dann ist die Redezeit zu Ende. Das gilt für alle. Aber Sie haben deutlich überzogen. Nächster Redner Dr. Karl Lauterbach für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal, mich freut es besonders, dass gerade der 9. November nicht nur ein guter Tag für Deutschland ist, sondern auch ein guter Tag für die Pflege. Denn das ist die wichtigste und aus meiner Sicht auch beste Reform, die wir in der Pflege beschließen, seit 15 Jahren zumindest. Und daher ist es ein guter Tag, ein wichtiger Tag der Pflege, für den wir heute gemeinsam hier zusammenkommen. Wir haben die Fallpauschalen eingeführt und mit den Fallpauschalen ist systematisch die Qualität in der Pflege gesunken. Es ist gleichzeitig die Zufriedenheit mit dem Beruf in der Pflege gesunken und es ist gleichzeitig das Interesse junger Menschen gesunken, überhaupt den Pflegeberuf zu ergreifen. Das heißt, wenn man ehrlich ist, in jeder Dimension, die man bewerten kann, war die Einführung der Fallpauschalen eine schlechte Nachricht für die Pflege. Das hat man damals so nicht erkennen können, aber so ist es gewesen, das muss man einräumen. Heute beseitigen wir diesen Nachteil, indem die Pflege der erste Bereich in unserem Gesundheitssystem überhaupt ist, den wir aus der Fallpauschale, aus der Fallpauschalenerstattung herausnehmen und somit auch komplett
aus der zunehmenden Ökonomisierung in der Medizin herausnehmen. Und das ist aus meiner Sicht die wichtige und die richtige Nachricht des heutigen Tages. Die Fallpauschalen haben die Ökonomisierung im Krankenhaussektor beschleunigt. Die Krankenpflege ist der erste Bereich, der komplett aus diesem Wettbewerb herausgenommen wird. Und ich will auch gleich sagen, diejenigen, die das immer abgelehnt haben, haben argumentiert, es muss, also das kann nicht gemacht werden, weil es könnte Schule machen auch für andere Bereiche. Ich sage hier ganz deutlich, wir werden auch genau prüfen, ob wir andere Bereiche hier ebenfalls entsprechend entökonomisieren müssen. Denn wenn wir tatsächlich hier gute Erfahrungen machen und dieser Weg erweist sich als richtig, dann kann es durchaus richtig sein, dass man sagen muss, mehr Staat und weniger Wettbewerb ist die richtige Richtung für unser Gesundheitssystem. Wir werden daher jede vorhandene und jede zusätzliche neue Stelle in Zukunft direkt den Krankenhäusern erstatten. Es wird eine vollständige Kostenerstattung in der Pflege geben. Das bedeutet, es gibt keine Möglichkeit mehr, an der Pflege Gewinne zu machen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, mit der Pflege Verluste zu machen. Es gibt die Möglichkeit, durch gute Pflege bessere Versorgung zu erbringen. Das wird genau der Wettbewerb sein um die Qualität und nicht der Wettbewerb um die Wirtschaftlichkeit. Das ist der Wettbewerb, den wir benötigen. Das bedeutet nicht, wir haben keinen Wettbewerb, aber wir haben keinen Ökonomiewettbewerb mehr. Das ist die Art Wettbewerb, die wir auch in anderen Bereichen unseres Gesundheitssystems brauchen. Wir werden in Zukunft auch das abschaffen, was eine Geißel des Systems gewesen ist. Wenn die Löhne stiegen, dann ist das zum Teil durch Personalabbau bezahlt worden. Weshalb war das so? Naja, weil nicht die komplette Lohnerhöhung weitergegeben wurde an die Refinanzierung durch die Krankenkassen. Somit waren die zusätzlichen Mitarbeiter im Prinzip das Geld, was fehlte, um die Löhne, die erhöht worden sind, bezahlen zu können. Ich habe im Prinzip bestehende Beschäftigung gegen neue Beschäftigung ausgespielt. Das können wir nicht weiter hinnehmen. Daher refinanzieren wir jetzt komplett jede Tariferhöhung, und zwar sowohl was die Vergütung angeht, als auch die Struktur, wovon insbesondere die Pflege profitiert. Unsere Lohngruppen bekommen mehr, als auch das, was sozusagen sonst beschlossen wird, die vergütungsrelevanten Anteile im Mantelvertrag. Somit wird jede Lohnerhöhung für die Pflege auch eine echte Lohnerhöhung sein, und sie wird nicht zulasten der neuen Beschäftigten beschlossen. Schließlich, wir haben eine wichtige Initiative zur Entbürokratisierung beschlossen, in der Altenpflege wie in der Krankenpflege. Wir werden in der Altenpflege ein Programm auflegen, wo die Einrichtungen Mittel zur Digitalisierung zum Abbau der Bürokratie bekommen. Und wir werden in der Krankenpflege ein Programm ausbauen, weiterführen, wo pflegeersetzende Maßnahmen, das ist im Wesentlichen Bürokratieabbau, gefördert wird. Und zwar sowohl für diejenigen, die das in der Vergangenheit gemacht haben, auch für diejenigen, die es in Zukunft machen. Auch das wird die Attraktivität der Pflege in der Altenpflege und in der Krankenpflege deutlich verbessern. Daher bleibe ich dabei. Der 9. November 2018 ist ein besonders guter Tag für die Pflege. Vielen Dank, Dr. Lauterbach. Nächste Rednerin, Nicole Wessig für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Pflegepersonalstärkungsgesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der vorgelegte Entwurf reicht allerdings nicht aus, um Pflegende auch wirklich zu stärken. Wir begrüßen, dass sich der Gesetzentwurf im Laufe der parlamentarischen Beratung leicht verbessert hat. Dazu gehört die Anerkennung der Wirtschaftlichkeit von Tariflöhnen in der ambulanten Pflege und die Erleichterung für pflegende Angehörige in der Reha. Dennoch täuschen diese Nachbesserungen nicht darüber hinweg,
dass das Pflegepersonalstärkungsgesetz in erster Linie das Personal in der Krankenpflege stärkt. Auf der Strecke bleibt insbesondere die ambulante Altenpflege. Schon jetzt müssen Pflegedienste Pflegebedürftige aus Personalnot abweisen. Besonders hart trifft dies den größten Pflegedienst, den unser Land hat. Die pflegenden Angehörigen, die sich um mehr als 70% der Pflegebedürftigen kümmern. Eine gestern veröffentlichte Studie hat gezeigt, dass viele von ihnen am Limit sind. Sie brauchen mehr professionelle Unterstützung, gezielte Beratung und Angebote zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Den pflegenden Angehörigen bietet der vorliegende Gesetzentwurf Verbesserungen für die Rehabilitation. Was aber bitte schön tun Sie, um vorzusorgen, dass es erst gar nicht so weit kommt? Wieder einmal herabgesetzt wird auch die Ausbildung in der Altenpflege. Das nehmen wir nicht hin. Deshalb legen wir als Freie Demokraten einen Entschließungsantrag vor, der gleiche Chancen in der Ausbildung für die Kranken und die Altenpflege schafft. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz will Auszubildende in der Krankenpflege in ihrem ersten Ausbildungsjahr nicht mehr auf den Personalschlüssel anrechnen. Das ist gut und richtig so. Auszubildende sind Lernende und keine beliebig einsetzbaren, vollwertigen Arbeitskräfte. Deshalb fordern wir, dass das, was für Azubis in der Krankenpflege gilt, auch für diejenigen in der Altenpflege gelten soll. Auszubildende haben eine Schlüsselfunktion für das Bild des Pflegeberufs. Wenn wir den Beruf wirklich attraktiver machen wollen und mehr Menschen für die Pflege begeistern wollen, dann müssen wir hier ansetzen. Und hier liegt überhaupt die zentrale Schwäche des Gesetzes. Personal, das gestärkt werden soll, muss überhaupt erst einmal vorhanden sein. Was aber fehlt, ist ein umfassendes Konzept zur Gewinnung von mehr Pflegekräften. Die Besetzung der zu Recht finanzierten Stellen ist fraglich, die Abwanderung von Pflegekräften aus der Altenpflege in die Krankenhäuser vorprogrammiert. Noch verschärft wird der Konkurrenzkampf um die Fachkräfte durch die Personaluntergrenzen. Wenn Krankenhäuser diese nicht erreichen, drohen Sanktionen. Es fehlt doch nicht am Willen, Pflegekräfte einzustellen, sondern schlicht an der Verfügbarkeit. Honorarkürzungen oder Stationsschließungen stärken niemanden. Sie gehen zulasten der Patientinnen und Patienten. Deshalb, Herr Minister, legen Sie baldmöglichst ein Konzept für mehr Pflegekräfte vor. Tun Sie es mit derselben Entschlossenheit, mit der Sie sich auch um den CDU-Vorsitz bewerben. Das Herauslösen der Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System setzt ebenso Fehlanreize. So gehen Kliniken die Anreize verloren, sich um effizientere Arbeitsmethoden zu bemühen, um Prozesse etwa durch Digitalisierung zu optimieren. Wirtschaftliches Arbeiten und Wettbewerb sind nichts Falsches. Sie haben erheblich zur aktuellen Qualität in deutschen Krankenhäusern beigetragen. Jetzt fordern auch andere Berufsgruppen, aus den Fallpauschalen herausgelöst zu werden. So sind wir auf dem besten Weg zurück zur Selbstkostendeckung. Das halten wir für grundfalsch. Für ein echtes Umsteuern braucht es mehr, nämlich eine grundlegende Struktur- und Finanzreform für die Krankenhäuser. Herr Minister, Sie behaupten, die Marktwirtschaft nicht verlernt zu haben. Aber das, was Sie hier vorlegen, ist Planwirtschaft. Und mein Vorredner hat ja ein klares Bekenntnis zur Planwirtschaft gemacht. Noch dazu mit erheblichem bürokratischem Aufwand. Nur zu digitalisieren ist ja noch keine Entbürokratisierung. Das ist der falsche Weg. Wie eingangs gesagt, begrüßen wir prinzipiell das Ansinnen, das Pflegepersonal zu stärken. Deswegen hätten wir dem Gesetzentwurf gern zugestimmt. Aber dieses Gesetz trägt seinen Titel zu Unrecht, denn es ist nicht geeignet, das Pflegepersonal nachhaltig zu stärken. Und deswegen lehnen wir Freien Demokraten den Entwurf ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Westig. Nächste Rednerin, Pia Zimmermann für die Fraktion Die Linke. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren,
Die Koalition lobt sich für das Pflegestärkungsgesetz, kurz PPSG genannt, eigentlich schon so ein bisschen über den grünen Klee. Sie sprechen von einem Systemwechsel und es soll klare Verbesserungen für die Pflege geben. Und Sie tun gerade so, als wäre Ihnen die entscheidende Weichenstellung gegen den Pflegenotstand gelungen. Die Wahrheit ist aber, Sie gehen einen ersten Schritt, aber immerhin. Zur Wahrheit gehört aber auch, in diese Richtung mussten Sie erst gedrängt werden. Die tarifliche Bezahlung in der häuslichen Krankenpflege haben Sie in das PPSG aufgenommen. Und jetzt betonen Sie immer wieder, wie wichtig und wie wegweisend diese Änderung ist. Und Sie haben auch völlig recht. Und diese Änderung stammt aus einem Antrag der Fraktion Die Linke. Der Kollege Lothar Riebsam von der CDU hat ja am Mittwoch im Gesundheitsausschuss auch eingestanden, dass Sie damit den guten Forderungen der Linken Rechnung tragen. Und genau auf diesem Weg sollten Sie auch weitergehen. Wir haben allerdings noch ein paar unabdingbare weitere Forderungen, damit sich die Situation in der Pflege auch wirklich für das Pflegepersonal nachhaltig stärken lässt. Die Beschäftigten in der Altenpflege dürfen nicht weniger verdienen als die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern. Wir brauchen einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für alle Pflegekräfte. Wir benötigen auch für die Pflegeeinrichtungen feste, verbindliche Personalschlüssel, und zwar sofort. Es darf nicht sein, dass weiterhin Pflegekräfte für 80 und mehr Personen allein verantwortlich sind. Und belohnen Sie doch endlich die Einrichtungen, die mit ihren Mitarbeitern im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten anständig umgehen, die Mitbestimmung zulassen und die auch verlässliche Dienstpläne erstellen. Stoppen Sie den Ausverkauf der Altenpflege in Deutschland. Die Profitgier so mancher Pflegeunternehmen und so mancher Renditeunternehmen kennt hier keine Grenzen, und das muss ein Ende haben, und zwar sofort. Bei allen Verbesserungsansätzen, die man im Krankenhausbereich im PPSG erkennen kann und die ja auch in die richtige Richtung gehen, ist doch aber eins offensichtlich. Durch dieses Gesetz wird die Altenpflege immer weiter abgehängt. Und das ist allein allen Beteiligten sehr wohl bewusst. Die 13.000 neuen Stellen in der Altenpflege bedeuten gerade einmal 6 Minuten mehr Zeit für die Menschen mit Pflegebedarf. Was soll denn dieser Unfug auch noch, dass diese Stellen nicht mit Pflegefachkräften besetzt werden sollen? Der sogenannte Fachkräftemangel in den Pflegeheimen ist hausgemacht. Und wenn Sie die Arbeitsbedingungen nicht endlich ändern, wenn Sie das Einkommen nicht erhöhen und die Dienstpläne zuverlässig gestalten können, werden die gut ausgebildeten Pflegekräfte auch weiterhin weggehen und sich andere Arbeit suchen. Sie haben hier die Chance vertan, diesen gesellschaftlich so wichtigen und nachhaltigen Bereich zu stärken und spürbar aufzuwerten. Sie sitzen es weiterhin aus, einen Paradigmenwechsel in der Pflege tatsächlich zu vollziehen. Lassen Sie sich weiter von uns in die richtige Richtung drängen und nehmen Sie dabei mehr Tempo auf. Die Menschen mit Pflegebedarf, deren Angehörige und das Pflegepersonal haben es mehr als verdient. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Pia Zimmermann. Nächste Rednerin, Cordula Schulz-Asche für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Endlich ist die Bedeutung von Pflegepersonal in der gesellschaftlichen Debatte angekommen. Die Bedeutung für ein gutes Gesundheitswesen, die Bedeutung für die Menschen in diesem Gesundheitswesen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, denn wir haben zurzeit einen Pflegenotstand und es geht darum, die Pflegekatastrophe zu vermeiden. Und deswegen muss man jetzt handeln. Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung zum sogenannten Pflegepersonalstärkungsgesetz ist aus unserer Sicht ein erster Schritt in diese Richtung. Und ich möchte ausdrücklich loben, dass mit den Änderungsanträgen seitens der Regierungsfraktion in dieser Woche tatsächlich an einigen Punkten erhebliche Verbesserungen gegenüber der Vorlage aus dem Ministerium vorgenommen wurden. Lassen Sie mich das nur an einem ganz kleinen Beispiel deutlich machen, dass Sie vorgesehen hatten, dass
Altenpflegefachkräfte nach 3 Monaten unbesetzter Stelle durch Hilfskräfte ersetzt werden können. Das war wirklich ein Ding. Und ich danke ausdrücklich dafür, dass dieses Problem abgeräumt wurde. Aber Herr Minister Spahn, Sie sollten sich vielleicht fragen, wie solche Vorschläge überhaupt in solchen Gesetzentwürfen auftauchen können. Wir haben allerdings weiter Kritik an den verbliebenen Punkten, das ist ja klar. Die Stärkung der Krankenpflege im Krankenhaus zum Beispiel halten wir durchaus für richtig, was Sie da planen. Dadurch, dass Sie es aber nur auf bestimmte Bereiche beschränken und nur aufs Krankenhaus beschränken, befürchten wir tatsächlich, dass es eine Sogwirkung von Fachkräften aus anderen Bereichen, sowohl im Krankenhaus aus anderen Stationen als auch aus der Altenpflege, aus der Reha in die Krankenhäuser gibt. Und wir wissen, dass gerade der Bereich der ambulanten Pflege, die für die Unterstützung von anpflegenden Angehörigen ja auch so wichtig ist, dass dort die Abwanderung zu einer wirklichen Katastrophe führen wird, und zwar sehr schnell. Deswegen müssen wir nachsteuern. Wir müssen hier schauen, dass tatsächlich sichergestellt ist, wenn diese Sogwirkung eintreten sollte, dass sofort nachgesteuert wird. Und ich verstehe nicht, warum das nicht vorgesehen ist, hier regelmäßig zu evaluieren. Wir halten es nach wie vor für einen Fehler, dass erneut darauf verzichtet wird, feste, verbindliche und bedarfsgerechte Personalbemessungsinstrumente sowohl im Krankenhaus als auch in der stationären Altenpflege einzuführen. Wir wissen, dass es einen großen Bedarf gibt, und der muss definiert werden. Wenn er nicht definiert wird, dann wissen wir auch nicht, in welchem Ausmaß Pflegepersonal rekrutiert werden kann. Und deswegen sage ich hier, hätten Sie mehr machen können und haben es leider ein so vieltes Mal versäumt. Ein drittes Beispiel, was ich nennen möchte, ist die stationäre Langzeitpflege, wo Sie sich ja mit den 13.000 zusätzlichen Stellen durchaus bemühen. Aber die Verteilung dieser 13.000 Stellen in der Art und Weise, wie Sie das machen, nämlich in Stufen, ist ungerecht und unglaublich unbürokratisch. Und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, was habe ich gesagt? Genau das Richtige. Es ist unglaublich bürokratisch, und deswegen fordern wir eine lineare Verteilung und eine Berücksichtigung des Pflegebedarfs der Bewohner. Jetzt können Sie noch ein bisschen nachlachen, aber das ist doch das Entscheidende, dass wir die Bedürfnisse der Bewohner in Anspruch nehmen und deswegen unbürokratische Lösungen brauchen. Meine Damen und Herren, wir werden uns bei diesem Gesetz enthalten. Wir haben einen eigenen Entschließungsantrag eingebracht. Einige Punkte daraus habe ich bereits erwähnt. Ich finde es ein Unding, dass in diesem Gesetz vorgesehen ist, die private Krankenversicherung erneut nicht am Krankenhausstrukturfonds zu beteiligen. Es kann nicht sein, dass die gesetzlich Versicherten den Krankenhausstrukturfonds alleine finanzieren. Wir brauchen dringend eine Reform der Krankenhausinvestitionsförderung, denn wir haben gesehen, dass viele Probleme, gerade auch der Abbau von Pflegekräften in den Krankenhäusern, auf die unzureichende Finanzierung der Krankenhäuser zurückzuführen ist. Wir brauchen Tarifzahlungen nicht nur für die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, sondern wir brauchen auch flächendeckende Tarifzahlungen für die Reha und für andere Bereiche, in denen Pflegefachkräfte arbeiten. Es kann nicht sein, dass diese wichtige Arbeit für die Menschen zu Hungerlöhnen erbracht wird. Hier brauchen wir ein vernünftiges Tarifsystem, und das muss flächendeckend sein. Und ein Punkt, den ich ganz besonders kritisieren möchte. Wir haben als Grüne vorgeschlagen, und in den Haushaltsberatungen ist auch noch unser entsprechender Antrag dazu da, dass die Umsetzung der Ausbildungsreform, und die Ausbildung ist ja die Voraussetzung für gute Pflegefachkräfte, dass die Reform der Pflegeausbildung tatsächlich unterstützt wird, und zwar um sicherzustellen, dass in der alten Pflegeausbildung keine Ausbildungsplätze verloren gehen. Und ich halte das für wirklich ein Problem, wo Sie noch mal darüber nachdenken sollten, ob Sie das wirklich auch im Haushalt nicht abbilden können. Wir müssen dabei helfen, dass die Altenpflegeschulen und die Krankenpflegeschulen und die Kinderkrankenpflegeschulen zu sich zusammentun können, um beste Ausbildung für unsere jungen Leute, die für diese Berufe interessiert sind, auch tatsächlich umzusetzen und einrichten zu können. Denken Sie bitte an die Redezeit. Ja, ich denke an die Redezeit, und ich sage, wenn wir das alles tatsächlich wollen, dann müssen wir
mutig sein, dann müssen wir auch sagen, wir brauchen eine wirklich gerechte, stabile, solide und nachhaltige Finanzierung. Und das kann meiner Meinung nach nur dadurch passieren, dass man die finanziellen Lasten auf möglichst allen Schultern gerecht verteilt. Und das geht mit einer Bürgerversicherung. Vielen Dank. Vielen Dank, Cordula Schulz-Asche. Nächster Redner, Bundesminister Jens Spahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in der Regierung, wir sind hier im Parlament, um konkret Dinge anzupacken, um Dinge besser zu machen, um zu beweisen, dass demokratische Politik etwas verändern kann und, so wie der Herr Bundespräsident es gerade gesagt hat, auch um Zukunft positiv zu gestalten. Und Pflege ist genauso ein Thema, das wir anpacken müssen, an das wir ran müssen, um die Vertrauenskrise in der Pflege, über die wir ja hier alle zu Recht auch schon öfter gesprochen haben, um die Vertrauenskrise zu überwinden. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir halten Wort mit dem Pflegestellenförderprogramm, das wir hier vorgesehen haben, mit dem Gesetz, das vorliegt, lösen wir ein, was wir versprochen haben, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Pflegekräfte, eine bessere Bezahlung in der Pflege. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die Pflege in Deutschland. Und ich bin, wenn ich hier mancher Rede zuhöre, nicht sicher, ob alle auch das Ausmaß dessen erfasst haben, was wir da gerade machen. Ganz ehrlich nicht. Wenn wir jetzt in den Krankenhäusern sagen, jede zusätzliche Pflegestelle wird finanziert. Ab 2020 wird Pflege ausgegliedert und voll finanziert, egal welche Kosten anfallen in den Krankenhäusern. Jede Tarifsteigerung wird voll finanziert. Dann ist das ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel für die Pflege in den Krankenhäusern in Deutschland. Das ist die größte Veränderung, nicht erst seit 15, seit 20, seit 30 Jahren in der Pflege in Krankenhäusern. Ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Und ich fände es angemessen, wenn Sie es ab und zu auch mal sagen würden, was uns da gelingt und was wir da angehen. Herr Spahn, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Maria Klein-Schmeid? Sehr gerne. Gut. Sie sagten gerade, dass hier im Hause die Parteien, Fraktionen nicht die Dimension dieses Programms begreifen würden. Und da würde ich Sie doch mal noch mal gerne fragen. Sie lassen sich ja so aus, dass das jetzt der allergrößte Schritt für die Pflege sei. Da muss man natürlich sagen, dass dieser große Schritt gerade eigentlich nur für die Krankenhäuser gilt und gerade eben nicht für die Langzeitpflege und da insbesondere nicht für die ambulante Pflege. Und deshalb wird ja auch tatsächlich zu Recht davor gewarnt, dass wir eine Schieflage haben, dass man auf der einen Seite das Richtige tut, nämlich sicherstellen, dass es tarifgerechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern gibt, dass aber versäumt wird, das Gleiche auch in den Reha-Kliniken, in der Langzeitpflege zu tun und vor allen Dingen auch in der ambulanten Pflege dieses Problem zu lösen. Und tarifgerechte Bezahlung gibt es in der Regel in den Krankenhäusern sowieso bereits. Was wir aber nicht haben, ist genau das gleiche Pendant in den großen, großen anderen Bereichen. Da liegt das große Problem. Davor muss man warnen. Und da frage ich Sie, was planen Sie, um tatsächlich in der ambulanten Pflege zu vermeiden, dass wir im nächsten Jahr da echten Notstand bekommen? Wir wissen heute schon, die Pflegedienste bei mir in der Heimatstadt nehmen keinen einzigen Pflegebedürftigen zusätzlich mehr an. Sie schaffen das nicht mehr, weil sie die Pflegekräfte dafür nicht finden. Und da möchte ich von Ihnen wissen, was Sie an der Seite tun, wenn Sie jetzt von dem größten Projekt für die Pflege sprechen. Wissen Sie, Frau Kollegin, meine erste Gegenfrage wäre ja, würden Sie deswegen das in den Krankenhäusern nicht tun, was wir da tun? Also sind wir einig, das ist ein guter, richtiger Schritt für die Krankenhäuser. Können wir das der Öffentlichkeit mal sagen, gemeinsam? Ein guter, richtiger, wichtiger Schritt für die Krankenhäuser. In Deutschland bestreitet niemand. Erster Teil. Zweiter Teil, Altenpflege. Zweiter Teil, Altenpflege. 13.000 neue Stellen in der Altenpflege. In jeder stationären Altenpflegeeinrichtung in Deutschland kommt was von diesem Programm an. Ein erster Schritt, ja. Zum ersten Mal gesetzlich reguliert, dass wir Tarifbezahlung refinanzieren in der häuslichen Krankenpflege, weil gerade die Pflegedienste ein Problem haben, Tarif zu bezahlen, weil die Kassen denen sagen, warum zahlt ihr denn eure Leute so gut? Regeln wir. Wir führen ein Betreuungsdienste, weil ja, es ist richtig, auch bei mir im Münsterland. Viele pflegende Angehörige und Familien finden im Moment keinen Pflegedienst.
weil sie auch übrigens Erfolg unserer Reform zusätzliche Ansprüche haben, etwa auf Entlastungsleistung, auf Haushaltshilfe, auf Unterstützung, dass nachmittags mal jemand da ist. Deswegen lassen wir zum 1.1. Betreuungsdienste erstmalig zu, weil Modellprojekte gezeigt haben, dass das entlastet. Und damit entlasten wir auch Pflege. Leider kein Wort dazu von Ihnen, was wir da an Verbesserungen haben. Und wissen Sie eins, Frau Kollegin? Ich habe nie gesagt, und die Koalition hat nie gesagt, dass das hier das Ende ist. Wir haben immer gesagt, das ist der erste Schritt. Aber wissen Sie, was mir echt ein bisschen langsam auf den Zwirn geht, auch in der öffentlichen Debatte, ist, dass ständig nur darauf fokussiert wird, was alles noch fehlt, was alles noch kommen muss, wo wir irgendwie noch was zu wenig machen. Wir könnten ja auch mal gemeinsam anerkennen, dass das ein erster Schritt ist und der größte Schritt in der Pflege seit über 20 Jahren. Das könnte man ja mal wahrnehmen, wenn man denn wollte. Könnte man ja mal wahrnehmen. Und im Übrigen werden wir natürlich auch, ich bin auch mit Hubertus Heil dazu in Gesprächen, natürlich wollen wir eine bessere Bezahlung in der Altenpflege. Das ist unser Ziel. Aber es folgen ja jetzt auch weitere Maßnahmen, weitere Gesetze. Wir sind in Gesprächen mit den Gewerkschaften und den Arbeitgebern, genau das zu lösen. Und Sie wissen das doch auch ganz genau, dass wir daran arbeiten. Aber trotzdem freue ich mich darüber, dass wir heute den ersten Schritt machen. Ich fange eine Reise halt immer mit dem ersten Schritt an. Ich weiß nicht, wie Sie es tun. Ganz ehrlich nicht. So, und das, ja, dann kommt die Frage dazu, wenn die Frau Kollegin von der FDP sagt, noch mehr und zu wenig und wir würden uns noch mehr, ist ja prima. Aber dann sollten Sie vielleicht auch, wenn es darum geht, das zu finanzieren, wenn ich einige Stimmen höre zur Erhöhung bei den Pflegebeiträgen, dann müssen Sie den Leuten auch ehrlich sagen, wie Sie das finanzieren wollen. Zur sozialen Marktwirtschaft gehört auch, dass man rechnen kann. Und wer ständig mehr fordert, sollte dann auch ehrlich den Menschen sagen, dass das finanziert werden muss. Das gehört nämlich dann auch dazu an der Stelle. Ja, aber nicht alle bei Ihnen sagen das so. Im Gegenteil. Und ja, natürlich geht es dann darum, diese Stellen auch zu besetzen. Das weiß ich auch. Der erste Schritt ist, die Stellen zu finanzieren. Der zweite ist, sie zu besetzen. Und ja, der Arbeitsmarkt ist ziemlich leergefegt. Aber wir müssen doch erst mal ein Signal senden in die Pflege. Wir finanzieren zusätzliche Stellen. Es soll mehr Kolleginnen und Kollegen geben. Es soll wieder mehr Zeit sein. Es soll bessere Arbeitsbedingungen geben, steht da übrigens auch drin. Modellprojekte, und zwar sehr großzügig, dafür, dass wir dann, wenn die Kita nicht auf hat, nachts oder am Wochenende Angebote machen können. Betriebliche Gesundheitsförderung. Es ist psychisch und physisch eine wahnsinnig herausfordernde Tätigkeit, dass die Pflegekräfte da Unterstützung bekommen. Investitionen ins Digitale. Wir tun gerade alles mit einem ersten Schritt, um Arbeitsbedingungen zu verbessern. Weitere Schritte müssen folgen. Aber nur wenn wir die Arbeitsbedingungen verbessern, werden wir doch erst Menschen dazu ermuntern können, in die Pflege zu gehen. Und deswegen ist dieser erste Schritt so, so wichtig an dieser Stelle. Und jetzt zu den Pflegepersonaluntergrenzen. Wissen Sie, Sie sagen mir einerseits, die Pflegekräfte gibt es gar nicht. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Andererseits sagen Sie mir, das, was Sie da per Verordnung, Herr Minister, gemacht haben, reicht nicht. Sie müssen viel, viel höhere Personalanforderungen in den Krankenhäusern machen. Wenn Sie eine Sekunde drüber nachdenken, heißt beides zusammengeführt, dass wenn ich die Personalanforderungen jetzt erhöhe, bei einem leergefegten Arbeitsmarkt, dann werden flächendeckend in Deutschland Krankenhäuser ihre Intensivstationen abmelden, Betten abbauen, ihr Angebot reduzieren. Und deswegen müssen wir das vernünftig, Schritt für Schritt mit Augenmaß machen. Wir in der Koalition, ja, wir wollen Personaluntergrenzen. Und wir werden sie auch weiter ausbauen. Aber wir machen es so, dass dabei nicht die Versorgung zusammenbricht auf Rücken der Patienten und Pflegekräfte. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und ich weiß doch genau, wer die Ersten sind, die denn sich beschweren, wenn Krankenhäuser ihre Intensivstationen abmelden. Dann werden Sie die Ersten sein, die dann schreien. Und das finde ich einfach nicht fair in der Debatte. Es gehört dazu zu sagen, wer Pflegepersonal unter Grenzen mehr will bei einem leergefegten Arbeitsmarkt, der riskiert, dass flächendeckend in Deutschland Krankenhäuser ihr Angebot reduzieren. Und den Teil sollten Sie mal ehrlich dazu sagen, weil ansonsten ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach dann auch in den Forderungen, die da erhoben werden. Doch, das gehört mit dazu. Und deswegen, meine Damen und Herren, abschließend noch mal. Es geht darum, auch in der Pflege Vertrauen zurückzugewinnen, indem man nicht das Blaue vom Himmel verspricht, wie Sie das machen. Ist ja okay. Sondern ich finde, es gehört dazu, zum Vertrauen zurückzugewinnen, ganz konkret, im Alltag, spürbar, Schritt für Schritt die Dinge besser zu machen. Und wenn Pflegekräfte, Patienten und Pflegebedürftige in 6, in 12, in 18 Monaten sagen, die Richtung stimmt, es wird besser, und wir wissen, dass weitere Schritte folgen, dann ist damit enorm was erkannt und getan.
Und das ist eine Blaupause übrigens auch für andere Bereiche. Eine letzte Bemerkung, Frau Präsidentin, um Vertrauen zurückzugewinnen. Probleme erkennen, Probleme anerkennen. Debatte darüber führen, wie wir Probleme lösen und es dann konkret tun, entscheiden, Schritt für Schritt. Das ist das, was wir machen in dieser Koalition. Das ist das, was wir machen für die Pflege in Deutschland mit diesem Gesetz. Und ehrlich gesagt würde ich mich freuen, wenn wir das gemeinsam auch so in die Pflege tragen würden. Denn nur wenn diese Botschaft ankommt, werden wir auch noch mehr Menschen ermuntern können, in diesen wichtigen Beruf zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Jens Spahn. Nächster Redner, Harald Weinberg für die Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will mal eine andere Perspektive versuchen einzunehmen zu diesem Thema. Das Ganze ist ein großer Erfolg aus meiner Sicht der protestierenden Krankenhausbeschäftigten, die über Jahre nicht locker gelassen haben und mit Aktionen, Protesten, Demonstrationen, Streiks, Petitionen, Volksbegehren und so weiter Druck gemacht haben. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch an diese Aktiven, die wir auch schon seit Jahren begleiten im Übrigen. Es lohnt sich zu kämpfen und Druck zu machen. Das Ergebnis liegt jetzt vor in Form dieses Pflegepersonalstärkungsgesetzes. Zwar ist das Glas nicht komplett voll, aber es ist immerhin halb voll. Was ist gut? Ich will das auch noch mal deutlich betonen. Die Herausnahme der Pflegekosten aus den Fallpauschalen und die Einführung von Pflegebudgets, das ist gut. Und das ist kein Rückgriff in die sozialistische Mottenkiste, wie Herr Franke es mal bei einer Debatte 2015 zu einem Antrag von uns gesagt hat, sondern das ist ein Fortschritt nach vorne. Die komplette Refinanzierung von neuen Pflegestellen und Aufstockung von Pflegestellen am Patienten ist gut. Die komplette Refinanzierung der Tariferhöhung ist gut. Was ist noch ungenügend und was fehlt? Es gibt kein Personalbemessungsinstrument, das sich tatsächlich am Bedarf der zu Pflegenden ausrichtet. Es gibt das Instrument der Personaluntergrenzen. Das ist aus unserer Sicht ungenügend. Und wir kriegen auch jetzt schon Rückmeldungen aus den ganzen Krankenhäusern, dass auch die Personalverordnung, was die Untergrenzen betrifft, eher zu viel Verwirrung und viel Komplikationen in den Krankenhäusern führen wird und nicht zu einem wirklichen Fortschritt. Andere Dinge sind bereits gesagt worden. Die anderen Berufsgruppen müssen eigentlich einbezogen werden, die am Patienten arbeiten. Es wird Abwanderungsprozesse geben in die ambulante, aus der ambulanten Pflege und zulasten der Altenpflege und der Reha-Einrichtungen. In beiden Anträgen, die wir vorgelegt haben, werden diese Themen wenigstens adressiert. Das Problem ist halt eben nur, die Koalitionsfraktionen gucken sich diese Anträge zwar an, lehnen sie dann aber einfach ab und gehen nicht weiter darauf ein. Aber als Fazit, weil wir anerkennen, dass dies ein wichtiger, wenn auch unzureichender Schritt in die richtige Richtung ist, und womöglich ein möglicher Einstieg in den Ausstieg aus den Fallpauschalen, aus dem DRG-System. Deshalb werden wir uns enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Harald Weinberg. Nächster Redner, der eben zitierte, Edgar Franke. Muss eine beeindruckende Rede gewesen sein, wenn er sich 3 Jahre danach noch erinnert. Herr Franke, Sie haben das Wort für die SPD-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, drei Themen beherrschende Diskussion in der Gesundheitspolitik. Das ist immer wieder gute Pflege. Das ist flächendeckende Versorgung und Verbesserung der Versorgungsqualität in den Krankenhäusern. Und viele, viele Verbesserungen, da haben wir als Sozialdemokraten die Feder geführt und haben viel für die Menschen konkret erreichen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sei es zum Beispiel bei der Tagespflege, bei der Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, haben wir viel Reformen durchgeführt. Auch die medizinischen Versorgungszentren, meine sehr verehrten Damen und Herren, hätte es ohne Sozialdemokraten nicht gegeben. Und ich habe gerade bei mir im Wahlkreis das erste kommunal geführte MVZ eingeweiht, in der mit gut 1.000 Einwohnern, vielleicht kleinsten Stadt Westeuropas, der Stadt Schwarzenborn in meinem Wahlkreis. Und da würde sonst kein Arzt mehr hingehen. Und das haben wir durch unsere Reformen gemacht, dass auch kommunal geführte MVZ jetzt möglich sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit dem Pflegepersonalgesetz, Stärkungsgesetz, wie es so schön heißt, bringen wir weitere Verbesserungen auf den Weg. Wir werden nicht nur für mehr Personal sorgen. Es ist natürlich so, dass es schwierig ist, 13.000 neue Stellen auch einzurichten, aber wir versuchen es wenigstens. Und wir werden vor allen Dingen für eine bessere Bezahlung in den Krankenhäusern und vor allem in der häuslichen Pflege, in der häuslichen mobilen Pflege sorgen. Das ist ein Riesenfortschritt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich darf auch noch sagen, auch die häusliche Krankenpflege kann jetzt die tarifliche
Vergütung von Kassen, da kann bei denen das nicht mehr als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Und das gilt auch, Maria Klein-Schmeik und Frau Zimmermann, dies gilt auch im gleichen Maße für die Altenpflege. Das haben wir nämlich schon beschlossen, das darf man nicht vergessen. Und das war ein großer Fortschritt. Und was mir als Chef einer kommunalen Krankenpflegestation, also als Bürgermeister, wirklich wichtig ist, dass wir die Wegekosten in der mobilen Krankenpflege gerade auf dem Land endlich ordentlich finanzieren, weil das war ein Grund, warum viele kommunalen Krankenpflegestationen in den Minusbereich waren. Und wir sorgen jetzt dafür, dass ältere Menschen vor allen Dingen selbstbestimmt in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können. Auch das ist was ganz positiv und das ist eine grundlegende Reform, die wir eigentlich nur begrüßen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben die Einführung der Fallpauschalen 2004 oder die Einführung der Fallpauschalen 2004 hat sicherlich dazu geführt, dass Pflegestellen von Jahr zu Jahr abgebaut werden. Das kann man nicht bestreiten. Und es ist zugunsten von Gewinnen oder zur Deckung von anderen Bereichen ist Geld abgezogen werden. Und ich muss jetzt schon sagen, das wird in Zukunft handwerklich nicht mehr möglich sein. Auch das ist ein Riesenfortschritt dieses Gesetzes. Und wir werden Pflegekosten aus den Fallpauschalen herausnehmen. Wir werden den Krankenhäusern sogar die Tarifsteigerung vollständig refinanzieren. Das heißt, es lohnt sich für die Kliniken nicht mehr am Pflegepersonal zu sparen. Und wenn das kein politischer Erfolg ist, dann weiß ich es nicht in der Pflege. Ich weiß natürlich auch, dass es daran liegt, dass die Länder nicht ordentlich finanzieren. Das weiß ich natürlich. Investitionen und vieles andere mehr. Aber wir schützen, wenn die so wollen, die Pflege. Es ist sozusagen eine Notwehrmaßnahme des Bundes, weil die Länder nicht ordentlich finanzieren. So kann man es auch sehen. Und wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, die auszugliedernden Personalkosten präzisiert. Wir wollen eben nicht, wie meine Kollegin Moll immer sagt, dass wir wollen eben nicht, dass Pflegerinnen und Pfleger in erster Linie dokumentieren. Wir wollen nicht, dass sie Brote schmieren. Und dadurch, dass wir die pflegeentlastenden Maßnahmen, das Pflegebudget auch bis zu 3% erhöht werden kann, ist es so, dass wir auch mittelbar dafür sorgen, dass effizienzsteigernde Personalmaßnahmen nicht wieder rückabgewickelt werden. Und das ist auch vernünftig, denn wir haben momentan kein Personalbemessungsinstrument. Und das ist dann auch vermeidbar, wenn das System so funktionieren würde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte noch was zum Krankenhausbereich und zum Wettbewerb um Qualität sagen. Wir brauchen einen Wettbewerb um Qualität, weil die Leute stimmen mit den Füßen ab. Wo gehen die Leute hin? Sie gehen in die Krankenhäuser, wo sie sozusagen erfahrungsgemäß gut betreut werden. Deswegen muss Versorgungsqualität Maßstab unserer Politik sein. Aber es kann natürlich sein, dass in Ballungszentren, Krankenhäuser, einzelne Abteilungen die Qualität nicht mehr bringen. Dann sind sie auch entbehrlich. Und deswegen haben wir auch die finanziellen Anreize erhöht, dass sozusagen leichter Abteilungen auch umgewandelt werden, zum Beispiel in geriatrische Einrichtungen oder Hospize. Auch das ist im Sinne sozusagen eines Fortschrittes eine vernünftige Sache. Letzter Punkt ist, dass wir vor allen Dingen natürlich auch Versorgungssicherheit brauchen. Und wir brauchen auch die kleinen Krankenhäuser, wenn sie bedarfsnotwendig sind. Denn diesen Krankenhäusern müssen wir helfen, zumal viele ambulant tätige Ärzte aus der Fläche verschwinden. Deswegen reicht das Instrument der Sicherstellungszuschläge, das wir haben, allein nicht aus. Wir brauchen ein Instrument, das unabhängig von den Ländern den bedarfsnotwendigen Krankenhäusern auf dem Land, die Versorgung wirklich wichtig sind, dass wir denen finanziell helfen. Und wir haben ein Instrument mit den 400.000 und 50 Millionen jetzt geschaffen, das den kleinen Krankenhäusern auf dem Land hilft. Und das ist mir persönlich ein ganz wichtiger Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mir persönlich ist wichtig, dass jetzt rasch zum Ende kommt. Hochgeschätzte Chefin, komme ich zum Schluss. Ich freue mich, dass wir vieles in diesem Gesetz bewegt haben, auch im Hinblick auf regionale Schlaganfallabteilung, dass wir die auch behalten können, dass wir keine Versorgungsstrukturen durch einen Änderungsantrag. So, die Chefin macht jetzt aber ernst. Dass wir den Versorgungsauftrag wahrnehmen können, weil konkrete Gesundheitspolitik machen die Sozialdemokraten und das ist der rote Faden sozialdemokratischer Gesundheitspolitik, Politik für die Menschen, für unsere Patientinnen und Patienten. Dankeschön. Vielen Dank, Edgar Franke.
Nächster Redner Lothar Riebsam für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute ein Sofortprogramm Pflege. Und ein Sofortprogramm zeichnet aus, dass es mit Priorität von einer neuen Bundesregierung eingebracht wird, dass es zügig beraten wird und dass es unverzüglich in Kraft tritt. Das ist gewährleistet bei diesem Gesetz. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an das BMG, an der Spitze Minister Jens Spahn und an alle Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Gesetz mitgewirkt haben und dafür sorgen, dass wir ab 1. Januar zu besseren Verhältnissen in der Pflege kommen. An diesem Gesetz ist gut, dass es faktisch keine Deckelung der Pflegestellen im Krankenhaus am Bett mehr gibt. Das war in der Vergangenheit der Fall. Zukünftig wird jede zusätzliche Stelle, die benötigt wird, im Krankenhaus durchfinanziert von den Kassen. Neue Stellen ebenso wie die Aufstockung von Teilzeitstellen auf Ganztagsstellen. Und hier liegt meines Erachtens ein besonderes Potenzial. Gut ist, dass die Tariferhöhungen im Bereich der Pflege zu 100% ausgeglichen werden. Wir hatten in der Vergangenheit auch in der Pflege natürlich die Situation, dass wir einen Tarifabschluss hatten, meinetwegen mit 3%, der Orientierungswert aber nur 2% lag. Und diese Schere ging auseinander. Diese Schere wird zukünftig nicht mehr auseinandergehen. Und deswegen ist es auch ein guter Tag für die Krankenhäuser, was die Finanzierung in der Pflege anbelangt. Und dann ist gut an diesem Gesetz, dass wir ein separates Budget für die Pflege bekommen. Besonderheiten, individuelle Dinge in den einzelnen Krankenhäusern, in den Regionen berücksichtigt werden können und so hier eine Situation geschaffen wird in der Pflege, dass die Selbstkosten, die ein Krankenhaus in diesem Bereich benötigt, auch gedeckt sind. Und das Beste an diesem Gesetz ist, dass wir wieder besser über Pflege reden können. Das war das Problem doch in den vergangenen Monaten und Jahren, dass schlecht über die Pflege geredet wurde. Das ist für mich das Allerwichtigste. Besser über die Pflege, gut wieder über die Pflege reden zu können, dass wir Menschen gewinnen, insbesondere junge Menschen gewinnen, die diesen schönen Beruf auch ergreifen und nicht deswegen fernbleiben, weil schlecht geredet wird, weil die Finanzierung nicht gesichert ist. Es ist notwendig, in der Tat, auch in Zukunft, wir werden mit diesem Gesetz noch nicht am Ende sein, aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr ältere Menschen mit Mehrfacherkrankungen, immer weniger junge Menschen, die die Pflege übernehmen können, auch komplett neue Wege zu gehen. Und deswegen bin ich dankbar, dass in diesem Gesetz auch die Arbeit der Krankenhäuser gewürdigt wurde, die bereits in der Vergangenheit gewusst haben, dass das Pflegepersonal ein knappes und wertvolles Gut ist und mit dieser Ressource auch sorgsam umgegangen werden muss, die in Innovationen, in Prozesse investiert haben. Und dass diesen Krankenhäusern ihr Erfolg auch bleibt, wird in diesem Gesetz gewährleistet und darüber hinaus bei all den Krankenhäusern, die einen Nachholbedarf haben. Und wir haben eine technische Entwicklung ja auch, die Möglichkeit eröffnet wird, dass wir über einen entsprechenden Beitrag von 3% je Budget jedes Jahr in Innovationen, in Produktivität, auch in den Krankenhäusern, in der Pflege investiert werden kann. Und auch das ist gut an diesem Gesetz. Es geht aber nicht nur um Strukturen im Kleinen, in den Häusern, es geht auch um die großen Strukturen. Wir vervierfachen den Strukturfonds, um die Strukturen insgesamt zu verbessern in Deutschland, zu investieren auch in Digitalisierung, auch in Digitalisierung in den Pflegeheimen, auch zusätzliche 13.000 Stellen in den Pflegeheimen. Auch das ist ein wertvoller Bestandteil dieses Gesetzes, der die Pflege weiterbringt. Wir reden mit diesem Gesetz wieder gut über die Pflege. Wir werden mit Sicherheit auch dafür einen Beitrag leisten, dass, wie gesagt, junge Menschen wieder in diesen schönen Beruf
kommen. Und wir haben damit auch einen Paradigmenwechsel bei den Überlegungen, die wir anstellen müssen, auch für die Zukunft, was die Finanzierung der Pflege anbelangt. Und deswegen ist es ein guter Tag für die Patientinnen und Patienten und für die alten Menschen und für die Pflegerinnen und Pfleger in unserem Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Lothar Ripsamen. Letzter Redner in der Debatte, Dr. Roy Kühne für die CDU-CSU-Fraktion. Sie sind immer meine Präsidentin. Schütze Sie. Das war auch bei der Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer, wir reden über ein Thema, wo wir über kurz oder lang alle irgendwie mitreden müssen. Es wird Sie tangieren, Sie werden nicht drum herum kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute genau dieses Pflegestärkungsgesetz auch verabschieden. Drehen wir uns mal ganz kurz in die Vergangenheit rein. Da wissen wir, dass Pflege in den letzten 20 Jahren eine immense Veränderung erlebt hat. Vor 20 Jahren war Pflege primär, fand im Stillen statt. Es wurde nicht drüber geredet. Opa saß hinten, Oma saß am Ofen. Pflege ist zunehmend mehr rausgekommen. Und ich sehe das heute, sage ich ganz offen, Harald Weinberg, ein immenser Gewinn für die Kollegen von den Linken, dass ihr euch nur enthaltet und nicht dagegen steht. Deshalb gerade an euch herzlichen Dank. Die Kollegen von der FDP kann ich jetzt nicht verstehen, soweit ich weiß, haben wir über das Gesetz noch massiv geredet. Ich denke schon, dass es hier auch mal wertvoll ist, und das hat der Minister auch gesagt, das auch mal positiv darzustellen und ein gutes Signal zu senden. Wir haben verschiedenste, ich habe nur 3 Minuten Zeit, ganz locker bleiben. Was ausgelöst. Ja, genau. Wir haben verschiedenste Sachen gut angebracht, die sind auch mehrfach schon genannt worden. Ich möchte aber nur zum Beispiel als Vater auch mal sagen, dass es jetzt für Eltern auch möglich ist, ihre Kinder zu begleiten, entweder im Krankenhaus oder dann auch in hotelähnlichen Leistungen, wenn ihre Kinder stationär behandelt werden. Ein immenser Fortschritt, finde ich. Des Weiteren, es wurde schon gesagt, Fahrkostenübernahme in der ländlichen Gegend, aber nicht nur in der ländlichen Gegend, sondern auch in Städten, wo eben auch längere Anfahrtswege entstehen. Und damit können wir immense Vorteile auch in der Versorgung eben gewährleisten. Das Rückholen von Fachkräften, die erneute Motivation von Fachkräften in diesen Beruf wieder reinzugehen, findet mit diesem Gesetz statt. Wir gehen aktiv dagegen an, dass Menschen sagen, wir wollten aus diesem Beruf raus, wegen A, Überlastung oder B, zu wenig Geld. Natürlich sind Finanzen ein wichtiges Signal und wir werden darüber auch noch weiter entscheiden. Aber ich denke, mein erster Schritt ist getan. Es wurde mehrfach gesagt. Die komplette Gegenfinanzierung durch die Krankenkassen, es darf nicht mehr als unwirtschaftlich abgelehnt werden. Ich denke, das sollte ein Beispiel für weitere Überlegungen sein. Ebenfalls die Investitionen in Krankenhäuser, hatten wir auch gesagt, insgesamt 400.000 pro Krankenhaus pro Jahr, ein wichtiges Signal. Damit gewährleisten wir ebenfalls Qualität. Das, finde ich, meine Damen und Herren, sind Signale an die Menschen draußen, die vielleicht jetzt nicht primär in Pflegepolitik drinstecken. Und das halte ich aus unserer Sicht für immens wichtig. Weiter. Es wurde auch schon bereits gesagt, Pflege ist professionell geworden. Da haben wir auch in den letzten Jahren viel getan. Und ich bin durchaus dafür, dass wir weiterhin daran arbeiten, Pflege qualitativ zu untermauern. Wir reden über Pflegewissenschaften, wir reden über Pflegemanagement, wir reden, und das wurde auch schon gesagt, über neue Strukturen und, wie gesagt, ist auch schon angesprochen worden, komplette Refinanzierung. Das nach meiner Meinung, und sehr geehrte Damen und Herren, ist ein wichtiges Signal an die Pflegekräfte in Deutschland. Kommt zurück, wir brauchen euch, wir schätzen euch. Und das sollte auch mal ganz klar deutlich gesagt werden. Zum Schluss, und das ist bei 3 Minuten ist es auch ziemlich schwierig, das alles noch mal in der Richtung zu reagieren. Ich würde gerne eines anderes sagen. Ich denke, das ist ein wichtiges Signal. Es ist der erste Schritt. Ich nehme persönlich den Minister da auch beim Wort. Es wird weitere Überlegungen werden stattfinden. Es ist der erste Schritt, die Branche und angrenzende Branchen mal mit in die Überlegung einer gerechten Beteiligung einzubeziehen. Und ich denke, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg. Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen weiteren Schritt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Kühne. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung des Pflegepersonals. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/5593 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 19/4453 und 19/4729 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, jetzt um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich?
Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Zugestimmt hat die CDU-CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion. Dagegen gestimmt hat die FDP. Enthalten hat sich die Fraktion, haben sich die Fraktionen der Linken, von Bündnis 90 die Grünen und der AfD. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich jetzt zu erheben. Na, der Minister steht. Also. Herzlichen Dank. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Und wer möchte sich enthalten? Vielen Dank. Der Gesetzentwurf ist angenommen. Zugestimmt hat die Fraktion der SPD, CDU, CSU. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der FDP und enthalten haben sich die Linke, Bündnis 90, die Grünen und die AfD. Wir stimmen nun über die Entschließungsanträge ab. Entschließungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 19/5599. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die einbringende Fraktion, die FDP. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen von CDU, CSU und SPD. Enthalten hat sich die AfD, Bündnis 90 die Grünen und die Fraktion der Linken. Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 19/5600. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt hat Bündnis 90 die Grünen. Dagegen war CDU, CSU, FDP und SPD. Enthalten hat sich die Fraktionen, haben sich die Fraktionen der Linken und der AfD abgelehnt. Tagesordnungspunkt 24b. Wir setzen die Abstimmung zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit auf Drucksache 19/5593 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/4537 mit dem Titel Gerechte Finanzierungsgrundlagen für die Erbringung behandlungspflegerischer Leistungen in der stationären, ambulanten und häuslichen Pflege. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Dann gibt es keine Enthaltungen. Nein. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktion Die Linke, die SPD, Bündnis 90 die Grünen, CDU, CSU und die Fraktion der FDP. Dagegen gestimmt hat die AfD. Wir sind immer noch beim Tagesordnungspunkt 24b. Unter Buchstabe c seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/4523 mit dem Titel Ausreichend Krankenhauspersonal dauerhaft sichern. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von CDU, CSU, SPD und der FDP. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der Linken und enthalten haben sich die Fraktionen von AfD und Bündnis 90 die Grünen. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe d seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/4524 mit dem Titel Pflegepersonal in der Altenpflege nachhaltig stärken. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Vielen herzlichen Dank. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt hat die CDU-CSU-Fraktion, die SPD und die FDP-Fraktion. Dagegen hat sich die Fraktion der Linken gestimmt und enthalten haben sich die Fraktionen von Bündnis 90 die Grünen und der AfD. Zusatzpunkt 9. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit auf Drucksache 19/3202. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 19/446 mit dem Titel
Sofortprogramm für mehr Personal in der Altenpflege. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von FDP, CDU, CSU und SPD. Gegenstimmen kamen von Bündnis 90 Die Grünen und der Linken. Und enthalten hat sich die Fraktion der AfD. Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Noch ein Zusatzpunkt, Zusatzpunkt 9. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 447 mit dem Titel Sofortprogramm für mehr Pflegepersonal im Krankenhaus. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist auch angenommen worden mit den Stimmen von CDU und CSU, SPD und FDP-Fraktionen, bei Gegenstimmen von Bündnis 90, die Grünen und der Linken und Enthaltung von der AfD. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5.